Beschwört einen riesigen Eiszapfen herab, der Feinden im Wirkungsbereich Frostschaden zufügt und einen intensiven Frostkreis erzeugt, der Feinde zum Humpeln bringt, die ihn berühren. Das klingt schon mal nicht schlecht. Kettenblitz. Der Zauberwirker bewirkt einen gewaltigen elektrischen Blitz, der direkt auf ein einzelnes Ziel springt und anschließend bis auf zu 6 Feinde in der Nähe weiterspringt. Andere Wirkungsbereiche erleiden keinen Schaden durch den Arkanenblitz. Trifft er auch eigene Leute? Ziel plus 6 Feinde. Feindziele übersprungen. Oh, das klingt auch gar nicht mal so schlecht. Arkane Reflexion. Erzeugt ein Feld arkaner Energie um die Zauberwirkung, das feindliche Zauber bis Stufe 5 auf die jeweiligen Zauberwirker reflektiert. Bis zu insgesamt 15 Spruchstufen. Okay. Bewirkt einen flüchtigen Fluch auf Feinde im Wirkungsbereich, wodurch dieser entweder benommen, erkrankt oder gelähmt sind. Materialische Kraft. Der Zauberwirker erfordert vorübergehend arkane Kraft für Kampfkraft. Nein. Sicher nicht. Todesring. Beschwört einen schwarzen Ring, eine kotische Energie auf, der sich in eine Richtung ausbreitet und Feinden, die er berührt, Säureschaden zufügt. Jede mit geringer Ausdauer können vernichtet werden. Okay. Nee. Starrendes Ertragen. Verleiht den Zauberwirker den irreführenden Blick der Adra-Kreatur. Ach, das Adragan. Okay. Kreatur gemäß dem Namensgeber des Zaubers, wodurch Feinde im Wirkungsbereich versteinert werden. Oh. Okay. Und dann noch die Stichexplosion. Ich bleibe bei Kettenblitz und dieser gefrorenen Säule. Pro Begegnung für Zauberstufe 2. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und jetzt bleibt die Schriftrolle wahrscheinlich da oben. Neue Quest, Rat der Sterne. Neue Quest, Hof der Büßer. Kommt noch was? Nein. Okay, was sagt meine Biografie jetzt? Das mit den Auswärtigen hatten wir schon. Am Fuße zweier riesiger Bäume trafst du zwei der dem Garn-Schwestern, die dir erklärten, dass du einer falschen Sache nacheifern würdest und dass keine Erwägung rückgängig gemacht werden könnte. Trotzdem sah sie doch Sinn in deiner Suche und erklärten, dass du die Probleme deiner Seele vielleicht nicht desto trotz lösen könntest, sofern ihren Grund findest. Also der Probleme. In beiden Fällen gilt, Notaros besitzt das Wissen, nach dem ich suche. Ich werde ihn in die unterirdische italienische Stadt namens Sonne im Schatten verfolgen, die den im Garn boten mir einen Weg dorthin an. Aber dabei handelt es sich um einen, den ich ohne die Intervention der Götter nicht beschreiten könnte. Hof der Büßer. Rat der Sterne. Seht ihr, wie jeder, die Dele im Garn von Ulmkap haben mir berichtet, dass Taos den Weg von Tir Evron nach Bret Iman zerstört hat. Um ihn zu erreichen, muss ich durch die Grube auf der Grabinsel steigen. Dazu benötige ich die Hilfe der Götter. Die Dele im Garn-Schwester läutern, dass kein Sterblicher den Abstieg nach Bret Iman überleben kann. Die Götter aber können mir Sicherheit gewähren. Um ihre Gunst zu gewinnen, muss ich in Tir Evron zu ihnen beten, wo sie angeblich Zwiesprache mit Sterblichen halten. Hof der Büßer. Die dem Garnschwester von Zwingensohn wissen, dass Taos über einen unterirdischen Pfad an einen vitalianischen Ort namens Sonne im Schatten geflohen ist und den Zugang hinter sich blockiert hat. Die Schwestern offenbarten mir einen anderen Weg, auf den ich ihn erreichen kann. Vielleicht sogar überholen. Die Grabinsel bietet mir einen Weg durch die Ruinen eines antiken vitalianischen Gefängnisses, Bret Eamann. Der Weg ist gefährlich, doch er ist wohl die schnellste Art, Sonne im Schatten zu erreichen, denn er beinhaltet einen tiefen Fall. Meine halluzinierten Erinnerungen werden nun immer häufiger. Ich kann sie kaum noch von der wachen Welt unterscheiden. Mir geht die Zeit aus. Ich muss wissen, woran Taos sich auf unsere gemeinsame Vergangenheit erinnert, damit ich zur Ruhe binden kann, was meine Seele plagt, was es auch ist. Ich habe von Sita und Hirwin erfahren, dass der Weg nach Sonne im Schatten auf der Grabinsel liegt. Dort gibt es einen Hof, der mich zu Taos führen kann. Mhm. Wir sind hier, die Traum der Erinnerung.
Und das sind normale Quests, okay. Kopfgeld. Also ich könnte schon mal hier reingehen. Könnte mich allerdings noch auf der Seite kurz umsehen. Also auf jeden Fall, bevor ich auf die Idee komme, in diese Grube zu springen, da für mich das irgendwie zu endgültig klingt, werde ich auf jeden Fall gucken, dass bevor ich in diese Grube springe, was geht hier ab? Stammesangehöriger. Friede möge an deinem Herd herrschen. Okay, das sind nur Glafantaner, die nichts Wichtiges zu sagen haben. Du bist eine Kriegerin. Zwingsäume ist seit Jahrhunderten unser geheiligter Boden. Ein Bittsteller. Hier ist noch ein bisschen Flachs. Oder Flussschiff. Bittsteller. Es gibt keine größere Ehre, als für meinen Stamm zu sterben. Wenn manche in der Schlacht fallen, wie unterscheidet sich das? Alle Arafaber haben die Etik Doll in der Vergangenheit um Kriegsbemalung gebeten. Okay, ich gucke zuerst in das Gebäude hier rein. Ich habe nämlich hier so das Gefühl, bevor ich die Grabinsel überhaupt betreten darf, muss ich noch andere Sachen machen. Die lassen mich nämlich nicht auf ihre heiligste Grabstätte. Jedenfalls habe ich nicht so das Gefühl, dass sie mich einfach so da drauf lassen. Und das hat geladen. Dieses Gebiet ist unaufgedeckt. Bittsteller, die Ethik 0 heißen eure Gegenwart willkommen. Hüter, Bittsteller, Bittsteller, Talan, Hüter. Noch ein Hüter. Ich will mich erstmal umgucken, bevor ich hier klauen. Bevor ich hier mit irgendwem rede, das hier sieht mir nach einem ziemlichen Labyrinth aus. Noch ein Hüter, okay. Ich glaube, ich spreche erstmal mit denen am Eingang. Das sind ja zwei Leute mit Namen. Hüter Garrost. Am Knistenfeuer dieser Höhle erleuchtet steht ein regungsloser Zwerg. Bittsteller, euer Opfer hat jetzt das Land. Tretet vor. Eine Rauchwolke webt um ihn und er legt am verkohlten Fleisch, das sich auf seinen Unterarmen wölbt. Sie verbeugen sich plötzlich. Estramor, die Fäuste des Zwerges sind fest geballt. Deinesgleichen kommt nicht hierher, um mit den Stämmen zu teilen. Was willst du? Was ist das hier für ein Ort? Blutiger Sand. Der Zwerg zupft an seinem verdammten Unterarm. Sein kehliges Seufzen mischt sich mit dem Knacken von Holz und Knochen hinter ihm. Wie schon gesagt, Estramor, wir suchen unsere Hallen selten. Die Glafantaner kennen diesen Ort als Blutiger Sand. Wir kennen ihn als unsere Heimat. Die Ethik Null haben schon lange vor der Ankunft der Stämme in dieser Gegend und dieser Höhle gelebt. Garrost verschreckt die Arme. Sei gewahrt, Estramor. Wir bluten Leben, um es zu nähren. Unsere Opfer mögen dir ja barbarisch vorkommen, aber von ihnen hängt die Gesundheit dieses Landes ab. Und es gehört sich für Gäste nicht, ihre Gastgeber zu beleidigen. Erzählt mir über die Opfer. Garrost spreizt seine stämmigen Beine und verschränkt seine Unterarme. Estramor, alles muss sterben, um neu zurückzukehren. Über die Opferbräuche geben wir Bittsteller die Ehre, ihren Brüdern, ihrem Land, ihr kostbarsten Geschenk zurückzugeben. Über die Opferbräuche geben wir Bittsteller die Ehre, ihren Brüdern, ihrem Land, ihr kostbarstes Geschenk zurückzugeben. Ah ja. Der Zwerg hebt seine Faust, die von roten Narben geschwollen und gefleckt sind. Das Blut gibt uns Kraft. Selbst die Glafantaner hängen mittlerweile von der Blutfarbe ab. Dank der Opfer ihresgleichen strotzen sie vor der Schlacht nur so vor Kraft. Erzähl mir etwas über die Ethik Null. Unser Orden ist über Generationen gediehen. Bevor wir nach Zwillingsruhm kamen, nährten unsere Bräuche die Lande der östlichen Gebirge. Nun geben wir unser Blut für Erglandfahrt. Garrost öffnet seine Handfläche, über sie sich die Striemen roter Haut wie Flammen ziehen. Allem Endlichen bringen unsere Opfer einen neuen Beginn. Er schaut hoch. Wir unterstützen das Kommende. Auf Wiedersehen.
Vergiss nicht, Estramon, dass du in diesen Hallen zu Gast bist. Respektiere unsere Art, dann werden wir deine Gegenwart unter uns tolerieren. So, wer hat noch was zu sagen gehabt? Du. Man sagt, die Ethik Noll lernten in der Weißmark, wie man Kriegsbemalung herstellt und wurden dafür verbrannt. Okay. Jeder seine Tradition, aber das ist jetzt schon fast ein bisschen zu abgefahren. Oh, ein Esstisch und Nacker. Ja, wir nehmen uns einfach mal den Fisch. Die Michelle vor dir ist in zu große Rum gehüllt, ihre Haare sind fettig und schmutzig. Eine glänzende Schicht aus Schweiß und Dreck bedeckt ihre Haut. Sie trägt die aufgequollenen Züge einer Schwangeren und ihr großgrinsendes Lächeln fehlen mehrere Zähne. Eine schwangere, heruntergekommene Frau? Okay. Als du dich näherst, dreht sie sich langsam um und mustert die von Kopf bis Fuß, wobei sie die ganze Zeit lächelt. Einen freudigen Tag wünsche ich, sagt sie. Obwohl sie aus einem erschöpften Körper kommt, klingt ihre Stimme kräftig und entspannt. Ich bin Naka, Hebamme und Sagenhüterin. Ihre Hand fährt über den rötlichen Bauch, sie legt den Kopf in den Nacken und seufzt entspannt. Geht es dir gut? Makellos, antwortet sie. Verzeihung, ich muss in Ruhe meditieren. Der stärke Ritus ist belebend, überwältigt die Sinne fast. Sie umschließt ihren Bauch schützend mit ihren Händen und wendet sich ab. Okay. Ja. Flammenfäule. Okay, das hier sind wirklich definitiv. Das sind Sänger, okay. Will ich die singen hören? Das Opferblut, wässert den Boden von Erglandfahrt. Ah, das ist eine Schrift, kein direktes Indiz. Alle, die zu uns kommen, okay, die singen hier nur. Ein Sänger. Der stumme Sänger blickt dich mit festem Blick an. Okay, ist der wirklich stumm oder sagt er einfach nur nichts? Der Sänger sagt nichts. Okay. Stummer Sänger wäre ein bisschen komisch. Oh, hier ist noch jemand. Ein Bittsteller und Hüter. Keine Sorge, Estramon. Jeder, der hier Opfer bringt, tut es willentlich. Wenn er jetzt da reinspringt, dann... Nee. Essenz im Inneren zu... Essenz im Inneren zu der des Fleisches. Essenz im Äußeren zu seiner Stärkung. Hüter, Sänger, Hüter, Sänger. Das hier sieht fast aus wie das Symbol von Baal aus Baldur's Gate. Nettes Gimmick, wenn es so ist. Erzdruide in Restin. Bittsteller, Bittsteller, Sänger. Eine Erdfäule. Okay, ich bin jetzt schon fast ganz durch. Ich gehe jetzt erstmal kurz hier durch. Und bevor ich mit dieser Erzdruidin rede, Bittsteller, weil die Szene da gerade eben war mir etwas ungeheuer. Also nicht geheuer, besser gesagt. Sänger. Hüter, Sänger, Sänger, Hüter. Noch eine Schrift. Die tapfersten Söhne und Töchter fallen nicht durch die Schwerter der Estramon, sondern durch die... Durch ihre eigenen Brüder. Ja, Verräter halt. Und dann gibt es hier noch was zu erkunden. Ah. So, auf der Map sieht der Ort ganz heimelig aus, wenn er nicht voller verrückter Fanatiker wäre. Hüter Vrata? Estramor. Die alte Zwerge blitzt in deine Richtung, um dich wirklich zu sehen. Ihre Augen sind trüb und und milchig vom Couchstar. Wir kommen im blutigen Sand. Nur selten ist ein Estramon einen Fuß in diese Höhle. Nur selten setzt ein Estramon einen Fuß in diese Höhle. Ihre blutigen Augen fixieren dich und sie neigt den Kopf. Ich frage mich, was dich hierher führt. Was tust du hier? Ich verkaufe und repariere gewisse Erwerb für den Erhalt unseres Ordens. Und ich führe einige unserer Opferrituale aus. Noch etwas? Was hat es mit diesen Opfern auf sich? Wie jedes echte Ritual ist es komplex und es im Detail zu erklären. Die Sätze des Bittstellers wird verfestigt, an seinem Leben gebunden und in ein Gefäß oder einen Behälter gezogen. Okay. Erzähl mir was über den blutigen Sand. Dies ist das rohe, blutige Herz von Erglandfahrt. Vorhin war ich gekommen, um ihr Volk ihre Essenz zurückzugeben.
Ihre trockenen Lippen verbiegen sich in einem sardonischen Gesicht. Wo andere einen edlen Weg suchen, vor den Prüfungen ihres Lebens zu fliehen. Das Verdächtnis der Bauer bestand nicht allein aus Adra und Stein. Sie gab den Stämmen auch ein Gemeinschaftsgefühl. Hierher kommen die Glafatada, um ihr Wertvollstes zu opfern, selbst ihr eigenes Leben, um dieses Gefühl zu bewahren. Hier sollten wir ja auch das Baby hinbringen. Lass mich sehen, was du anzubieten hast.